Die Zufahrt zum vormaligen Parkplatz ist zwar mittlerweile versperrt, allerdings ist glücklicherweise entlang der MA 2210 eine breite Parkbucht verblieben, so dass diese Rundtour zu einem der Fotomotive Mallorcas wie geplant gestartet werden kann. Dazu geht es zunächst über den ehemaligen Parkplatz hinunter zur Cala Figuera, während im Norden das Kap de Catalunya zu sehen ist. Am nordwestlichen Rand der Bucht geht es parallel zum Ufer entlang, bevor dann Steinmännern folgend über eine grasige Rinne bis zu einem Joch aufgestiegen wird. Die Tour ist bis auf ein paar Meter durch die Pla de les Arenes komplett weglos und orientiert sich teilweise mit Hilfe von Steinmännern an der markanten Topographie. Unten in der einsamen Bucht angekommen, sind die Oberschenkel durch den steilen Abstieg bereits gut aufgewärmt und es beeindrucken die aufragenden Felswände um einen herum. Nach den felsigen Metern parallel zum Ufer wird nun entlang etlicher Steinmänner zu einem Sattel aufgestiegen. Knapp 40 Minuten nach Tourstart wird über eine dünne Fahrtspur der Sattel erreicht. Nun geht es entlang der Steilabbrüche weiter in Richtung Cap de Catalunya. Das Gelände wird dabei ein wenig steiniger, während der Gipfelbereich von aufgelockertem Wald umgeben ist. Mit leichter Kletterei kann entweder komplett dem Grat gefolgt werden oder rund 20 Meter tiefer den dortigen Steinmännern. Schließlich wird mit 297 Metern der höchste Punkt vor dem Kap erreicht, einem Top-Aussichtspunkt am nördlichen Inselende. Nach diesem ersten Gipfelglück geht es auf dem gleichen Weg auch wieder zurück zum Sattel. Im steten Wechsel von Gipfel und Sattel wird danach der ganze Grat bis zum Gipfel des El Pal abgelaufen, wobei einige Höhenmeter zusammenkommen. Tatsächlich muss man nicht nur querfeldein laufen. Vielmehr verläuft die Orientierung von einem Steinmann zum nächsten. Dabei kann es nicht schaden, für den ein oder anderen Wiederholer dieser Tour noch ein paar Steinmänner zusätzlich zu errichten.
Wenn einem die Tour doch zu lang erscheint, besteht beim Col de l'Homme die Möglichkeit, vorzeitig abzusteigen. Weglos entlang dem Trockenbach. Hinauf zum Punkt 387 folgt danach der steilste Abschnitt dieser Wanderung. Es wird zwar nicht geklettert, allerdings sollte eine gute Trittsicherheit vorhanden sein. Wie im ganzen Gipfelbereich weisen auch hier Steilmänner den Weg. Bei Punkt 387 angekommen, bietet sich einem wieder eine fantastische Rundumsicht. Vom Pass auf 332 Meter Höhe sind es nun knapp 100 Meter hinauf zum letzten Gipfel und zum Höhepunkt dieser Tour. Dabei verläuft sie ab dem Pass über kompakten Felsen zunächst zu einem Vorgipfel, bevor der letzte Aufschwung zum El Pal zu bewältigen ist. Nach gut 4 Stunden ist der höchste Berg auf der Halbinsel Formentor bestiegen. Und ein guter Zeitpunkt für eine kleine Rast gekommen. Mit Blick zum Parkplatz geht es nun wieder zurück in den Sattel auf 332 Meter. Von dort geht es durch diese markante Rinne recht steil hinunter. Vereinzelt säumen dabei Steilmänner den Weg. Mit Verlassen des Gipfelgrates wird wieder in Wald eingetaucht, durch den es fast komplett bis zum Parkplatz zurückgeht. Wird der Talgrund erreicht, führt dann auch wieder eine Fahrtspur zu dem von den Cases Way de Formentor kommenden Fahrweg. Dem Fahrweg wird anschließend nach Osten gefolgt. Er ist bequem zu gehen und annähernd flach. Nach einem öffentlichen Gatter kurz vor der MA 2210
geht es gleich links absteigend über diesen Fahrweg hinunter zur Cala Figuera, wo sich diese Wanderrunde wieder schließt und nach einem kurzen letzten Anstieg am Parkplatz endet. Bei der Rückfahrt darf dann ein Besuch bei Mirador del Colomer nicht fehlen, um einen Blick auf das heute erwanderte Fotomotiv zu werfen.